Ey, da seid ihr. Tja, ich bin der Kasper. Der Kasper von der kleinen Bühne der Paderborner Puppenspiele, ne? Ja, die Große hat hier zu Hause bei uns gar nicht reingepasst, ne? Ist ja auch klar. Deswegen heißt sie auch Große Bühne. Ja, ich habe mir gedacht, wenn ihr jetzt nicht zu mir kommen könnt, dann komme ich eben halt mal zu euch. Ist doch cool, oder? Ja, aber jetzt habe ich eigentlich gar keine Zeit für euch, weil ich muss mit meinem Bobby, muss ich noch in die Hundeschule. Ja, wir machen ein ganz tolles Training. Das heißt Spaß mit Hund. Und das ist eine ganz tolle Sache, denn Bobby lernt da viel. Ich allerdings auch. Und ja, denn ein guter Stadthund, ne, der muss ja gut erzogen sein. Aber alles klappt noch nicht so, wie ich möchte. Wenn der Bobby gleich kommt, ne, dann sagt ihm bitte, er möchte nach Hause kommen. Ne? Wir müssen gleich noch zum Hundetraining. Also, dann mal bis später, ne? Ist das langweilig? Hallo, Fido, alter Kumpel. Wie geht's? Ach, hallo, Bobby, alter Freund. Wie geht's, wie steht's? Nicht so doll. Was? Lass mal sehen. Sag mal, du bist ja total verspannt. Was ist denn los? Ach, mir ist langweilig. Mein Herrchen, der Hannes. Was ist? Der probt den ganzen Tag auf seinem Akkordeon. Für Libori und sowas, weißt du. Und er hat überhaupt keine Zeit mehr für mich. Mensch, dann komm doch mal zu uns. In die Herrchen- und Frauchenschule. Der Kasper hat schon tolle Sachen gelernt. Herrchen- und Frauchenschule? Was denn das? Ja, also da lernen Herrchen und Frauchen die richtige Auswahl der Leckerchen, sich für den Hund interessant machen, um die Gunst des Hundes betteln, Bindung aufbauen. Verstehst du? Nee. Zum Beispiel, wenn da andere Hunde kommen oder Katzen, wie man sich eine Wurstscheibe an die Stirn klebt und schau mit drei A's sagt. Ja, und wenn du Herrchen dann anschaust, dann müssen sie dir die Wurstscheibe geben. Und wenn die das nicht machen? Dann gibt's Mecker vom Trainer von der Herrchen- und Frauchenschule. Das klingt ja cool. Und Jackpot lernen wir auch. Was denn das? Ganz tolle Fresssachen oder Spielzeug. Aber du musst dich ein bisschen dumm anstellen und nicht sofort jeden Jackpot akzeptieren. Akzept was? Akzeptieren. Ach, das lernt sie in der Herrchen- und Frauchenschule. Wie komme ich dann dahin? Hast du irgendeine Macke? Nee. Impulskontrolle? Tadellos. Kein Yachttrieb? Nee. Und was ist mit Leinenführigkeit? Auch top. Das muss sich ändern. Was? Dann scheiß doch einfach mal direkt vor den Fernseher. Das klappt am schnellsten. Igitt, wieso das denn? Wenn du an der anderen Ende der Leine was ändern willst, dann musst du dich ändern. Wer sagt das? Die Trainer von der Herrchen- und Frauchenschule. Klingt vernünftig. Du musst Fehlverhalten ignorieren. Verstehe ich nicht. Also, wenn zum Beispiel
Herrchen nicht in der Spur ist, dann lässt du ihn einfach links liegen und guckst mal rum, was die Kaninchen so machen oder irgendeinen anderen Blödsinn. Klingt ja spannend. Jo, und ich rufe jetzt den Kasper. Schau doch mal zu, wie ich das mit meinem Futterautomaten mache. Kann ich da zuschauen? Jo. Dann verstecke ich mich jetzt, ne? Pass mal auf. Bin ich noch zu sehen? Haha. Kleiner Witz. Hör mal, kannst du das da? Bram, 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 bram. Echt cool. Solltest du vielleicht mit auf Libori auftreten? Finste? Ja, aber jetzt verstecken. Ach ja, verstecken. Und dann kommt der Futterautomat? Ja. Gut, das schaue ich mir mal an. Bin ich noch zu sehen? Ja, ein bisschen weiter. Jetzt auch noch? Nee, alles gut. So, dann will ich mal gucken, dass ich jetzt den Kasper rufe. Ne? Das mache ich ganz einfach jetzt. Ne? Ach, Bobby, da bist du ja. Hör mal zu, wir müssen noch heute zur Hundeschule, ne? Wuff. Hast du denn noch alles behalten, was wir letztes Mal gelernt haben? Wuff. Okay, dann mach mal Platz. Okay, und sitz. Und steh. Prima, hier hast du erstmal Leckerchen. So, und dann nochmal diese Übung mit Fuß, verstehst du? Wuff. Also, bei Fuß. Und Trab. Und Trab. Und Kurven können wir nämlich auch schon. Und Trab. Und Trab. Bobby, und jetzt konzentrieren, ne? Wuff. Und zurück. 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 Gut machst du das. Komm her, hier hast du ein Leckerchen. So, aber ich suche gerade die Hundeleine. Wuff. Wir müssen die doch mitnehmen auf den Hundeplatz. Kannst du vielleicht mal gucken, wo die kurze Hundeleine ist? Wuff. Du hast eine gute Schnuppernase, ne? Wuff, wuff. Ciao, ciao. Jo, und ich muss dann nämlich ein Männchen warten. Aber das geht ja auch ratzfatz, ne? Und, ach, da hinten kommt mein Kumpel, der Hannes. Hallo Kaspar. Hallo Hannes, wie geht's? Ach, ganz gut. Und selbst? Jo, hab jetzt schon gleich noch einen Termin. Ich auch. Ich will gleich noch ein bisschen Akkordeon spielen. Was? Wo? Ja, im Westfalenhof, weißt du? Die alten Leute, die freuen sich doch. Aber da kommst du doch jetzt gerade nicht rein hin. Das ist doch ein Altenheim und so. Ja, aber ich stelle mich einfach auf die Straße und dann können die alten Herrschaften aus dem Fenster gucken. Und ich spiele ein, zwei Liedchen, dann freuen die sich und dann haben sie wieder einen schönen Tag gehabt. Ach, das ist ja toll von dir. Aber ich muss jetzt auch gleich los. Ich warte noch auf Bobby, weißt du, der holt gerade die Hundeleine. Hast du ein Momentchen Zeit? Ja, ein bisschen. Kannst du auf mein Akkordeon aufpassen? Ich muss nämlich jetzt noch meine Noten holen. Deine Noten? Ja, ich spiele natürlich nach Noten, wie ein richtiger Profi. Ach so. Ja, ja. Ich beeil mich, ja? Ja, ja, ist gut. Tja, so kommt man eben halt dazu an eine neue Aufgabe, ne? Schickes Akkordeon, muss man ja schon sagen. Wuff, wuff. Ach, Bobby, da bist du ja. Hast du die Hundeleine nicht gefunden? Ui, da müssen wir beide mal zusammensuchen. Oh nee, das geht nicht. Wir müssen ja auf das Akkordeon aufpassen. Du, Bobby, hör mal, ihr sitzt doch da eine Zeit lang noch rum, ne? Könnt ihr nicht auf das Akkordeon aufpassen? Ja? Jedem, der da kommt, müsst ihr sagen, Finger weg, das gehört euch nicht, ne? Gut, Bobby, jetzt machen wir uns auf. Wir suchen jetzt die Hundeleine zusammen, ja? Wuff. Hey! Lauf nicht so schnell.
Klopapier, Klopapier, ja, wir haben wieder Klopapier, 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 ja, wir haben Klopapier. Ach, so, da habe ich wieder Klopapier. So. Na, so. Ui, was ist da denn? Das ist ja ein schönes Akkordeon. Da fällt mir ein, Akkordeon spielen kann ich auch ein bisschen. Ich bin aus der Übung gekommen, ne? Ja. Aber ich habe jetzt erstmal Klopapier gekauft. Aber ich habe zu Hause so viel Klopapier schon, ne? Dass die ganzen Wände bis unter Decke voll, ne? Ja, 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 ja. Klopapier kann man immer gut gebrauchen, ne? Und, aber ein Akkordeon eigentlich auch. Das ist nämlich ein schönes Instrument. Ja, zu Tanzmusik. Ach, beim Tango Argentino ist ein Akkordeon gar nicht wegzudenken, ne? Ach, mal wieder so richtig schön Tango, so wie früher bei Möllmanns, ne? Da-da-da-da-dam, da-da, da-di-da-da-ram, ba-da, da-di-da-di-da, da-da-di-da-di-da-di-da. Tja, aber alles kriege ich nicht mit. Das scheint keinem zu hören, ne? Was sagt ihr? Ach, auf euch höre ich ja gar nicht, ne? Ich könnte ja mal wieder richtig schön Tango spielen. Ja, Klopapier habe ich so viel, dass ich noch nicht mal mehr die Tür zur Toilette finde, ne? Aber ein schönes Akkordeon, das wäre was. Ist ja gar keiner da im Moment. Warte, dann machen wir das so. So. Die Äpfel nehme ich mit. Und das Akkordeon. Ja, 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 ja. Und nicht verpetzen, ne? Ich gehe jetzt zurück in meinem Hexenwald, ne? Ja. Und dann wird nachher Tango gespielt. Da-di-da-dam, da-da. Da-di-da-da-dam, da-da. Da-di-da-di-da. Da-da-di-da-di-da-di-da. Da-di-da-di-da-dum, da-da. Hexe, 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 Hexe. Mensch, Fido, was schreist du denn so? Hexe, 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 Hexe. Ist doch gar keine da. Da, 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 da. Akkordeon, Akkordeon. Akkordeon ist auch weg. Ja, 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 ja. Ach, meinst du, die Hexe hat das Akkordeon mitgenommen? Ja, 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 ja. Oh, das ist aber schlecht. Da müssen wir ganz schnell hinterher. Und das Akkordeon zurückholen. Ja, 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 ja. Hast du schon eine Spur? Ja, 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 da, 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 da. Hör mal, ich helfe dir, ja? Ja? Ja, ich bin doch dein Freund. Ja, da kann ich ein Lied von singen. Oh, das Lied kenne ich auch. Sollen wir mal zusammen? Ja. Okay. Eins. Zwei. Drei. Ein Hund, ein guter Hund, das ist das Beste, was es gibt auf der Welt. Ein Hund bleibt immer Hund. Auch wenn die ganze Welt zusammenfällt. Drum sei doch nicht betrübt, wenn die blöde Katze dich nicht mehr liebt. Ein Hund, ein guter Hund. Das ist der größte Schatz, den's gibt. Schnell ring, ding. Bring. So, und jetzt aber los. Warte mal. Was denn? Könnt ihr dem Kasper und dem Hannes Bescheid sagen, dass wir im Hexenwald sind? Ja, 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 ja. Dann los. Hast du die Spur? Ja, da, 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 da.
halt nicht so schnell. Immer diese Jachthunde. Ich bin gemütlich, ich komme hinterher. Jetzt ist mir der Bobby schon wieder abgehauen. Meine Güte, meine Güte. So, wo ist er denn jetzt hin? Was sagt ihr? Akkordeon ist weg? Die Hexe war hier? Och nee. Und wo kommt das Klopapier weg? Hat die das hier liegen lassen? Das ist aber ein schlechter Tausch. Kasper, ich kann doch einfach meine Noten nicht finden. Ach du, die brauchst du auch gar nicht mehr. Was? Wieso? Ja, dein Akkordeon ist nämlich auch weg. Was? Oh nee. Wo ist das denn hin? Ja, also ich glaube, die Hexe war da und hat das eingetauscht gegen Klopapier. Nee. So ein Akkordeon ist viel, viel teurer. Ja, das stimmt natürlich. Und Klopapier haben wir sowieso alle viel zu viel. Ja, aber was machen wir denn jetzt? Ich glaube, unsere Hunde, die sind hinterher. Was? Ja, wir haben die Spur aufgenommen, ne? Und wir wissen ja ungefähr, wo die Hexe wohnt. Ja, wir haben ja in Paderborn so wenige. Da kennt man jede Einzelne. Kommst du jetzt mit? Ja, sollen wir ihr das Klopapier gleich mitbringen? Ja, das können wir ja machen. Dann steht sie wenigstens nicht dumm rum. Ja, bevor sich die Leute noch drum prügeln, ne? So, komm. Auf los geht's los. Klopapier. Das gibt's doch gar nicht. Ja, jetzt heißt es auf jeden Fall, einen kühlen Kopf zu wahren und eine warme Unterhose. Okay. Ach ja, jetzt bin ich mal im Hexenwald, nicht? Ja, auf dem Weg durch den Wald ist mir gerade eingefallen, ich habe gar keinen Platz mehr bei mir zu Hause wegen dem vielen Klopapier, ne? Ich werde jetzt meine Hexentruhe holen und dann werde ich das Akkordeon drin einschließen. Genau das werde ich machen. Erstmal das Akkordeon dahin stellen. Nicht, dass ihr kleinen Schlawutzis mir das nämlich noch mopst, ne? Das ist nämlich, das wäre nämlich doof. So, da ist meine schwere Hexentruhe. So. Gut, dass ich es nicht im Rücken habe, ne? So. Und dann schiebe ich mich besser da so ein bisschen dahin. So. Ja. Und jetzt hole ich den Schlüssel. Den Schlüssel muss ich noch holen. So. Schlüssel. Wo habe ich den denn wieder? Ach, ich versteck die Sachen einfach immer viel zu viel. Ja, das ist er. So, da ist er ja. Ja, jo. So, jetzt aufgeschlossen. Ja, schön eingelegt. So, und aufgemacht. So. Und das Akkordeon da rein. So.
immer schön aufpassen, dass einem nicht der Deckel auf die Finger fällt. So, aber abschließen ist wichtig und den Schlüssel bringe ich wieder weg. Aber da fällt mir was ein, ja. Ich bräuchte eigentlich ja schon noch eine Geige dazu, ne? Zum Tango. Akkordeon und Geige. Ja, das ist eine tolle Kombination. Ach, da werde ich eine ganz berühmte Tango-Kombo werde ich aufmachen. Ich gehe jetzt noch ganz schnell zum städtischen Musikverein. Oder nein, Quatsch, zur städtischen Musikschule. Ja, das ist viel besser. Da finde ich bestimmt irgendwo noch eine Geige. Fällt doch im Moment der ganze Unterricht aus. Ich hole mir jetzt eine Geige. Ja, da din, tara, tra di da da din, tara, ta di da di da, ta di da di da di da. Mensch, Fido, nicht so schnell. Wuff, 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 wuff. Was ist? Hexe, 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 Hexe. Hier ist sogar keine Hexe. Da, 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 Akkordeon, Akkordeon. Ist da das Akkordeon drin? Ja, 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 ja. Moment mal. Oh, ist abgeschlossen. Können wir nicht ran. Ja, Hexe, Hexe, Hexe. Jetzt wissen wir, wo das Akkordeon ist. Ja, 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 ja. Und wahrscheinlich kommt die Hexe gleich wieder. Ja, 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 ja. Bevor die das noch anderswo hinbringt, ne? Fido, da passt du jetzt drauf auf. Ja, 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 ja. Aber du musst dich verstecken. Ja, 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 verstecken, verstecken, verstecken. Aber nicht so weit weg, ne? Ja, 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 ja. Und irgendwie so, dass man... Dass du schön nah bei bist. Ja, 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 ja. Was ist denn das für ein blöder alter Hut? Der bewegt sich ja. Haha. Ach, Fido. Mensch, das ist ja ein tolles Versteck. Ja, 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 ja. Dann mach dich jetzt ganz klein und ich sag jetzt Kasper und Hannes Bescheid. Ja, 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 ja. Ganz klein. Fido? Ja? Könntest du vielleicht dein Schlappohr noch damit reinnehmen? Ja, ja. Super, so geht's. Nicht den Fido verraten, ne? So, ich bin gleich wieder da. Ja, 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 ja. Da di da di da dum, ta di. Da di da da dum, ta di. Ta di da di da. Da-di-da-di-da-di-da. So, da habe ich meine Geige mit Kasten. Das ist praktisch, da kommt nichts dran. Was macht denn der blöde Hut hier? Hat der Wind wahrscheinlich hierhin geweht. Jetzt muss ich meinen Schlüssel holen. Da-di-da-di-da. Da-di-da-di-da-rum. Para. Da-di-da-da-rum. So, jetzt habe ich meinen Schlüssel aufgeschlossen. Schlüssel vorsichtig hier hingelegt. So, Truhe auf. Den Geigenkasten da rein. So, 1, 2, 3 und plumps. So. So, und jetzt der Schlüssel. Na nu, wo ist denn der Schlüssel geblieben? Das ist aber jetzt seltsam. Ist der vielleicht bei euch da ins Zimmer reingefallen? Oder habe ich den vielleicht aus Versehen in die Truhe gelegt? Mal eben schauen. So. 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 Na. Was ist denn hier? Was ist denn mit dem Deckel los? So. Ah, ey! Zur Hilfe!
Zur Hilfe! Jetzt ist der Deckel mir auf den Kopf gefallen. Zur Hilfe! Hilfe! Hol mir, zieh mir hier einer raus! Zur Hilfe! Zur Hilfe! Zur Hilfe! Ey, wer zieht mir da am Hemd? Ey! Du musst den Deckel aufmachen! Den Deckel, habe ich gesagt. Nicht am Hemd ziehen. Wuff! Du blödes Köterviech! Hau ab und hol dein Härchen! Ich hab mich eingeklemmt. Wuff! Na nun, warum kriege ich auf einmal so warme, nasse Füße? Blöde Hexe. Zur Hilfe! Zur Hilfe! Nun rette mich einer! Ich kann doch hier nicht versauern! Hilfe! Zur Hilfe! Zur Hilfe! Ach, Fräulein Gertrude Klapperbein, sind Sie's? Hilfe! Ja, das bin ich! Das ist mein Name! Ist was passiert? Ja, der Deckel hat sich verklemmt! Ja, kriegen Sie denn noch genug Luft? Ja, natürlich, sonst könnte ich nicht so rufen, du doof! Na, die ist aber uns freundlich. Moment, ich helfe mal eben. Oh, der ist wirklich total verklemmt. So, und jetzt. Ah, geht's? Ach, ich glaube, ich habe einen Hexenschuss. Oh je, ich sehe nur noch meine Füße. Da könnte ich helfen. Warten Sie mal, können Sie mal bitte einmal in den Bauch atmen? Warum? Nicht reden, tun. Bei drei. 1, 2, 3. Ah, danke. Ah, ich glaube, ich brauche jetzt eine Bärlauchsalbe. Oh, da sind ja noch mehr Instrumente drin. Ja, städtische Musikschule. Ich muss mich jetzt erstmal hinlegen. Ich habe jetzt Rücken. Ach. Tja, dann werde ich jetzt mal ganz schnell die Instrumente verteilen. So, und zwar... Hannes? Ja? Bist du hinten bei den Hunden noch? Ja? Warte, ich hol dir mal eben dein Akkordeon. Ja, danke. So. So, schau mal hier. Oh, Kasper, das ist prima. Du, kannst du vielleicht gleich hier noch ein kleine Zwischenmusik machen oder so? Ja, könnte ich machen. Ich muss nämlich jetzt noch eben schnell zur Musikschule, zur städtischen. Da sind noch mehr Instrumente. Ja, mache ich. So. Zup. Dann bis nachher. Ich komme gleich wieder, ne? Ja. So. So, Fido, jetzt können wir loslegen. Ach, ich habe mein Akkordeon wieder. Das ist ja vielleicht eine Freude. So, erstmal die Lederschlaufen über die Hände, damit mir auf keinen Fall das Akkordeon beim Spielen von der Hand runterfällt. Fido, kommst du gleich mit? Wuff! Okay, dann kann es ja jetzt gleich losgehen. Ich gehe schon mal vor. Wuff, wuff! So, ach, ich bin so froh, dass ich mein Musikinstrument wieder habe. Und ich spiele euch jetzt mein Lieblingslied, das habe ich selbst gedichtet, auf eine bekannte Melodie natürlich. Und das handelt von Libori. Mal schauen, ob es euch gefällt. Das ist das Vorspiel. Gleich geht's los.
Libori ist ein ganz tolles Fest und alle sind einfach gut drauf. Ich spiel euch heute hier mein Lieblingslied. Gefällt es euch nicht, ich nehme es in Kauf. Und dreht sich vom Fenster das Riesenrad, da kommt jede Hilfe zu spät. Ein Glas Limo auf uns und auf Libori. Ich liebe Libori, ihr doch sicher auch. Ein Fest mit viel Charme und Gefühl. Ich könnt doch dann nicht in Urlaub fahren. Das ist es, was ich euch klar machen will. Und gibt es was Neues auf dem Pottmarkt, da kommt jede Hilfe zu spät. Ein Glas Limo auf uns und auf Libori. Und jetzt kommt ein Zwischenspiel und da kannst du singen. Ist ein ganz toller Hund, seht nur, wie er mich anschaut. Nein, solche Augen, die lügen nie, solche Freundschaft geht unter die Haut und liegt seine Pfote in meine. Das ist für mich die schönste Stund. Ein Glas Limo auf uns und auf meinen Hund. Ein Glas Limo auf uns und auf meinen Hund. Danke, Fido. So, Fido, du bist der Retter von Libori. Ne? Und ich gehe jetzt auch mit dir in die Hundeschule. Wuff. In die Abteilung Schnuppernase. Wuff, wuff. Und die nächste Zeit habe ich genug geübt, ja? Dann können wir wieder zusammen spielen. Ja, Fido, ich freue mich auch. Ja, komm. Ach so, tschüss, bleibt gesund. Meine Güte, was war das ein Abenteuer. Ha, jetzt habe ich aber noch ganz schnell auf... So, ja, ich sage euch dann auf Wiedersehen. Ich hoffe, euch hat das Spiel gefallen. Ne? Und unser Abenteuer ist jetzt hier zu Ende. Und wenn es euch gefallen hat, klatscht einfach kräftig in die Hände. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Ratatata! Ja, so, und wir sehen uns hoffentlich bald gesund und munter wieder. Ich wünsche euch eine gute Zeit, bleibt gesund und... Tschüss, sagt euer Kaspar von den Paderborner Puppenspielen. Tschüss!